So Leute, der neue Patch ist da und wir schauen uns heute mal an, was es alles für neue Sachen gibt. Hier sehen wir schon Optik-Tuning neu. Und als wir reingegangen sind, kam schon eine Nachricht vom Black Market Händler und der hat nur uns gesagt, dass wir neue Teile haben und neue Rennen. Wenn wir auf die Map gehen, sehen wir hier schon bei Port Murphy die angekündigt die neuen Events. Amaia, CB11 und den McLaren. Ich habe die Deluxe Edition, deswegen habe ich das sogar gratis. Ich dachte schon, müsste kaufen, aber hab's schon drin. Also habe ich mir schön ein bisschen Geld gespart. Hier haben wir jetzt Fehlzündung. Was ist das? Fehlzündung. Machen wir mal blau. Ah, guck. Auspuffqualm. Quasi. Guck mal, jetzt hier ändern in blau. Kleine, aber feine Änderung. Sieht nicht schlecht aus für den Wagen. Ah, guck mal, hier bei Neons, da sieht man, dass wir hier die Herausforderung machen müssen, um die freizuschalten. Hier, ah, guck mal, da kriegen wir freigeschaltet. Solche Sachen können wir hier machen. Was ist das denn, Alter? Dann haben wir hier noch so einen sexy Anzug. Eine Jacke und ein Hemd, was wir noch freigeschaltet kriegen. Noch so ein sexy Top hier. Ein paar Hosen. Das sieht so lustig aus. Und noch ein paar geile Schuhe. Raziel hier, die Sache steht. Wir sehen uns an den Docks. Wow, kranke Nachricht. Wir fahren jetzt mal zum McLaren 1 Event, würde ich sagen, weil das hat ja nicht jeder. Und dann können wir mal gucken, ob sich das lohnt. Ich werde jetzt nicht alle Rennen machen, weil das soll ja ein bisschen länger dauern. Aber ich werde mal das erste Rennen oder so machen. So Leute, ich habe jetzt mal kurz nachgeguckt. Ich habe gedacht, ich würde es gratis kriegen, aber hier steht ja im Store aufrufen. Mache ich das im Store, wird hier nichts angezeigt. Deswegen habe ich gedacht, ich hätte es jetzt freigespielt. Aber es ist nicht der Fall. Es ist einfach nur verbuggt auf Origin. Deswegen werden wir das jetzt erstmal machen und im anderen Video das andere, würde ich mal sagen. Karre. Okay, diesmal ist unser Klient ein League-Mitglied. Was bedeutet, er erwartet nur das Beste. Und genau das musst du zeigen, wenn wir eine Chance haben wollen, seinen Wagen aufzuspüren. Also, wir wissen, wo der DB5 gestohlen wurde. Und ich habe einen Kontakt beim Sicherheitsdienst, der für die Gebäude da unten verantwortlich ist. Er hat die Überwachungsaufnahmen mehrerer Kameras für uns versteckt. Du musst sie einfach nur abholen. Oh, und unser Freund will sicher gehen, dass ich jemand Fähigen darauf angesetzt habe. Biete ihm also eine kleine Show. Alles klar. Müssen wir jetzt hier tun. Hier. Sieht so aus, als wir hier müssten. Naja, hätten die schon ein bisschen mehr uns sagen können, wo es denn hingeht oder so. Aber naja, dann gucken wir jetzt selber. Die Karre ist ganz schön lahm, muss man sagen. So, wir müssen jetzt in dieser Speedtrap einen Stern holen oder zwei, weiß nicht, aber ich glaube zwei Sterne sind unmöglich. Deswegen haben wir jetzt hier die Herausforderung. Die kann man hier gucken, was die Herausforderungen sind. Interessant. So, wir sind jetzt mal in die Garage gegangen. Jetzt können wir sehen, was wir machen. Hier ist die erste Seite. Speedtraps. Können wir mal gucken, was wir hier alles machen müssen. Na, guck mal, wir haben schon das erste posierende Neon. Bauen wir das mal ein. Hey, guckt euch diesen Spoiler an. Den haben wir gesehen. Den kriegen wir freigeschaltet, wenn wir das alles abgeschlossen haben. Deswegen lassen wir den, würde ich mal sagen, auch so. Vielleicht können wir den ja ein bisschen Leistung geben. So, ich habe den Wagen jetzt mal ein bisschen aufgetunt. 360 hat er jetzt.
Und hier müssen wir jetzt erstmal durch Speed Traps und in einem Renntag-Event. Aber hier sieht man, hier gibt es 6 Aufträge. Und dann kriegen wir je nach jedem Auftrag neue Sachen. Hier steht neue Kleidung, neue Reifenqualm und Optik-Tuning sieht man hier jetzt bei Stufe 1 unten. Und ich würde sagen, wir machen nochmal ein Rennen und dann gucken wir mal. Hier haben wir das Rundkursrennen. Wir haben jetzt schon einen zu krassen Wagen eigentlich, aber egal, wir machen das Rennen mal ganz kurz und gucken mal, was danach noch für Missionen kommen. Aber ich werde jetzt nicht alle zeigen, das ist ja ein bisschen lame. Aber mal kurz zeigen, wieso sind die Missionen. Das sind anscheinend auch ein paar neue Rennen, aber bis jetzt nur alte, aber mal gucken. Die haben auch gesagt, dass neue Rennen hinzukommen, aber bis jetzt ist das, glaube ich, noch ein altes Rennen, bin mir nicht sicher. Obwohl mir das Rennen jetzt nicht bekannt vorkommt, ehrlich gesagt, vielleicht ist es auch ein neues Rennen. Wollen ja neue Rennen hinzugefügt werden, deswegen hoffen wir das mal, dass noch ein paar mehr sind. Man hat auf jeden Fall mal aber ein bisschen was zu tun, ist ganz interessant mit den Zeitmissionen. Ich wollte eigentlich gerne den McLaren testen, aber leider kann man ihn im Store nicht kaufen. Wahrscheinlich wollen die uns bewahren, dass wir 5 Euro unnötig ausgeben, das ist eigentlich sehr nett von denen. Der Motorsound ist eigentlich ganz nice. Hört sich gut an, aber muss man immer noch sagen, den Wagen haben sich nicht so viele gewünscht. Da hätten die schon noch einen geileren Wagen machen sollen, aber es ging ja jetzt um Britain. Und ich habe ja auch im Update-Video gesagt, dass wahrscheinlich jetzt immer themenbasierte Sachen sind. Da wurde ja sowas geleakt, dass demnächst noch Japan als Thema kommt und Italien und Porsche. Und ein Thema hieß Porsche. Keine Ahnung, warum die manchmal Porsche als Thema haben und dann Japan. So. Wahrscheinlich wird dann so ein Tuner-Set kommen und einmal so halt italienische Wagen und einmal so ein Porsche-Pack jeden Monat oder so, so habe ich das jetzt verstanden. Wenn wir jetzt mal gucken, hoffentlich kommen dann auch mal gute Gratis-Autos. Also ich würde mal sagen, dass die das so weitermachen, ein neues Auto und ein Gratis-Wagen mit Herausforderungen, aber wird schon besser finden, wenn die ein paar mehr Wagen machen. Weil 5 Euro für einen Wagen, ein paar Missionen, weiß ich nicht. Die Missionen und die Sachen, die man freischaltet, sind zwar ganz nett, aber 5 Euro dafür ist halt schon ziemlich viel. So, da haben wir das Rennen geschafft. Easy peasy. Vielleicht hätte ich den Wagen nicht tunen sollen, dann hätte ich vielleicht ein bisschen mehr Schwierigkeiten gehabt, damit es ein bisschen schwieriger wird, aber naja. Ich würde sagen, ich gucke noch kurz, wo die 2 Speed Traps sind, damit wir sehen, was wir da freigeschaltet kriegen und dann habe ich jetzt mal genug gezeigt, weil die Mission kann ja jeder machen. Ich glaube, die anderen Missionen sind ein bisschen interessanter, weil das nicht jeder machen kann. Und nicht jeder 5 Euro ausgeben will. So. Da haben wir die erste geschafft. Soweit, so gut. Jetzt musst du das versteckte Überwachungsmaterial finden. Wir müssen jetzt ein Drift Trail gewinnen und einmal 5 der Containergebiete Schwarz-Sammelkisten. Okay, was ist das denn? Okay, hier sind wir wieder bei Port Murphy. Hier sehen wir jetzt so kleine Boxen. Mal gucken, was das genau ist. Gucken wir uns das mal jetzt mal an. Ich glaube, wir müssen hier die. Ach, guckt mal an. So sieht das aus. Hier stehen so Koffer rum. So sehen die aus. Die müssen wir sammeln. Aber die sind ja alle in der Nähe. Das ist wie die Flamingos, wenn man die gesehen hat. Werden die aufgedeckt und dann sind die da in dem Radius. Finde ich eine ganz interessante Sache. Mal was anderes. Haben sich zumindest mal was überlegt. Wir hatten Glück mit dem Material. Die Überwachungsaufnahmen der Tankstelle zeigen den vorbeifahrenden Wagen. Wir können den Fahrer zwar nicht identifizieren, wissen aber, in welche Richtung er unterwegs war. Es wird Zeit, ihm zu folgen. So, dann machen wir das mal, bringen wir das mal zur Tankstelle. Und ja, jetzt haben wir schon die nächste, oder was? Okay, die Kerle haben es eilig. Was bedeutet, dass sie wahrscheinlich einen Fehler machen werden? Durchsucht das Gebiet. Vielleicht haben sie ja irgendwas hinterlassen. Weil, das war jetzt schon die dritte Herausforderung. Und hier müssten wir nur durch eine Tankstelle fahren, deswegen, ich würde sagen, die ganzen Sachen braucht ihr ungefähr 2 Stunden.
Vielleicht drei, aber länger glaube ich nicht. Ich werde jetzt nicht mehr alles zeigen, deswegen finde ich bis jetzt ganz coole Sache so gemacht. Und ja, für eine Gratis-Sache ist es gut. Ich werde das mit dem McLaren nochmal testen. Ich glaube, ich werde da nicht nochmal ein Video machen, außer ihr wollt es unbedingt, dann werde ich es schon machen. Besser, aber mal gucken, wie es dann in den nächsten Updates weitergeht. Abonniert auf jeden Fall den Kanal, wenn ihr immer auf den neuesten Stand bleiben wollt. Und nicht was wie Titel lassen, ein Like, falls euch gefallen hat. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute.